Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play Fallout Nummer 3. Und nicht wundern, ich bin schon etwas weiter gereist. Und zwar nämlich aus der Stadt Richtung Concord. Warum gibt es hier diesen Minisprung? Hat einfach damit zu tun, dass eigentlich schon 6 weitere Folgen aufgenommen waren. Aber die GEMA, vielen lieben Dank an dieser Stelle für dieses unglaublich tolle Institut, das sich nicht schafft, mit YouTube zu einigen, jedes Video geclaimt hat, weil und auch dann gesperrt hat für Deutschland, nur Deutschland, muss man dazu sagen. In jedem anderen Land hättet ihr das Video sehen können, aber nein, Deutschland hat die GEMA, weil ich hier diesen Radio anhatte in jedem Video. Und ich hatte daran auch nicht gedacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Also dementsprechend hätte ich jetzt jedes Video so schneiden können, dass ich gar keinen Sound mehr dabei habe. Was auch nicht so wirklich prickelnd für Let's Plays ohne Sound. Oder ich lasse einfach das Radio aus und spiele weiter. Also nicht wundern, ich kenne auch schon den einen oder anderen Passage, deswegen. Hey, Kumpel, Ja, ist es was jetzt so machst du denn vielleicht. ganz allein hier draußen? So wie es ist. Hier haben wir jetzt einen Hund. Der Hund, Hast du Eigentümer. kein Herrchen mehr, Kumpel? Na, hast du kein Herrchen? Oh, schaut er süß Hey, aus. lass uns zusammenbleiben. Na gut, so schnell geht's, so schnell habe ich einen Hund. Ich habe auch mittlerweile so für mich entdeckt, dass ich nicht mehr unbedingt alles mitnehme, weil ich habe hier doch viel gesammelt und entweder man hat so seinen Sammeltrieb und seine Bunker, die man überall hat und dann auch wieder zurückfindet, weil man kann ja auch Zeug hier einfach so ablegen. Aber dadurch, dass ich das nicht mehr so wusste, dachte mir, nee, ich nehme einfach das mit, was wirklich spannend ist und was wirklich sinnvoll ist. Irgendwann brauche ich das Zeug, aber dann kann ich es ja auch noch einsammeln. Aber mir überall einen Bunker zu suchen, wo ich was ablege, ist dann doch ein bisschen dann too much. Komm, Hund. Naja, kommt schon. Und jetzt hier unten, das ist Concord. Oh, ich muss meine Stoppuhr anmachen. Folgen sollen ja immer so in etwa eine halbe Stunde sein. Deswegen Stoppuhr an und los geht's. Level up! Diese Musik sollte jetzt übrigens hoffentlich nichts Böses tun für das Let's Play. Wo ist mein Hund? Der kommt schon. Sag jetzt einfach mal. So, da ist der erste Raider. Der wurde gleich mal weggeschickt. Weil jetzt wird es hier schon ein bisschen intensiver von den Gegnern. Jetzt gibt es nicht nur so kleine Ratten. Oh, Experte, den kann ich nicht aufmachen. Da ist mein Hündchen. Na, also, ist er wieder da. So, Schüsse, Munition, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Ich bleibe bei der Kanone oder bei der Pistole vielmehr. Da habe ich ein bisschen was, wo ich schnell schießen kann. So, erster weg. Weg mit dir. Alle weg. Who wants some? Habe ich aber mal ordentlich performt. So, von denen nehme ich mal das Zeug mit, was ich da. Also da kann ich mich jetzt gleich mal ein bisschen Hier drin ist eine umziehen. Truppe Besiedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Die Lasermuskete. Erstmal gucke ich mich hier um. Blömpel und sowas wäre alles, was ich gerne mitnehmen würde, aber ich tue es nicht, weil wie gesagt, es bringt mir einfach außer irgendwann ein volles Backpack und dann bin ich so ein bisschen langsam und dröge. Und dementsprechend, wie gesagt, ich will mein Sammeldrang würde sagen, nimm alles mit. Alles meins. Aber mein Verstand sagt, lass alles da, weil kannst es dir eh nicht erlauben, so viel mit dir rumzuschleppen. Deswegen nehme ich so mit, was ich vielleicht für sinnvoll erachten kann oder was auch wirklich wertvoll ist, so wie die Waffen, die sind immer einiges wert. So. Nehmen wir hier das Laser und jetzt habe ich hier die Lasermuskete, wobei ich finde die, aber zeige ich euch später bestimmt noch. Aber ich finde die gar nicht so prickelnd. Deswegen gehen wir jetzt ins Haus Museum der Freiheit. Da sind so ein paar Einheimische noch. Wir werden auch nachher noch den Namen von diesen eben rausfinden. Und jetzt müssen wir uns erstmal aber
denen nähern und denen helfen. Haarklammern sind immer wichtig. Schachtel Zigaretten sind wenigstens was wert. Da komme ich jetzt hier von der Seite nicht ran. Ihr merkt auch, von der Musik habe ich es ein bisschen lauter gestellt als... Muss ich mal fast gucken, ja. Als bei den letzten Aufnahmen, weil da war die Szenerie so ein bisschen leise. Und ich will ja, dass ihr das in etwa genauso gut genießen könnt wie ich. Na? Ganz schön kopflos, mein Freund. Aber ich könnte ja wirklich mal mich ausrüsten mit ein bisschen Kleidung. Raider-Rüstung. Sackkapuze mit Riemen. Ich kann euch leider den Charakter nicht von vorne zeigen, zumindest wüsste ich nicht wie. Aber ich kann euch ja den Kopflosen zeigen. Ja. Da ist nix. Oh. Wo ist der? Na, schau ich mir gleich an. Erstmal gucke ich mal, was es hier noch so gibt. Schrotpatrone ist ja alles da. Wo ist er denn, der auf mich geschossen hat? Ich weiß es nicht. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Ist jetzt... Oh, ich wollte den schönen Kopf mehr. Oh. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte. Habe ich doch eigentlich, habe ich den nicht ausgerüstet? Naja, jetzt habe ich spätestens jetzt. Gasmaske. So, ich kann auch noch hier mal vielleicht... Die Automatikpistole ist nicht schlecht, die Impro-Pistole ist auch ganz cool. Macht zwar weniger Schaden. Oder man nimmt halt einfach die gute alte Doppelläufige. Scheiße, was war das? Boah, jetzt bin ich ein bisschen erschrocken. Weil ich da gedacht hätte, ich werde nicht getroffen. Alter, was willst du denn jetzt von mir? Finde die festesten Siedler. Wie gesagt, Patrone ist immer gern gesehen. Schau ich nochmal. Ja, die sind alle hier erledigt. Das nehme ich auch noch mit. Wie gesagt, Waffen sind immer gut. Sind auch mit am meisten wert. Ich weiß nicht, wer du bist. Hallo. Timing ist perfekt. Na? Preston Garvey von den mein Hund. Minuteman? Minuteman? Also ich jetzt geil. Zurück in schaut einfach lässig aus. Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Nee. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Gott, verdammt. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald nein, sie dich das sehen. Ist es nicht. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Absolut.
Sag sie, ein Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Was ist eine Power-Rüstung? Diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Das hört sich nach einem Spitzenplan an. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Fusionskern/Zelle? Verwendet. Und aber wir wissen, wo man eine findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Na klar. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Kein Ding für einen King. Okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. So, entriegel das Sicherheitstor. Das kann ich nur hier machen. Und da muss ich hacken. Und hacken kann ich bis heute noch nicht wirklich, weil wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Position als auch Buchstabe selbst, auf dem Bildschirm angezeigt. Und die Zahl der Buchstaben, die sehe ich immer. Aber die Position als Buchstabe, die habe ich noch nie entdeckt. Also pass auf, wir machen hier mal Endet. Das ist ein Treffer. Wir sehen hier ein Treffer. Aber weiß für ein Buchstabe, wo der jetzt sein soll, verstehe ich bis heute nicht. Also ich habe es jetzt schon 2-3 Mal gemacht und irgendwie geht es doch Zufall immer. Aber es ist einem irgendwie eher doch ein Spiel auf... keine Ahnung. Man hat 4 Versuche, einen habe ich schon gebraucht. Also auch, dass ich nicht mal weiß, welcher Treffer das sein soll, muss ich warten, raten. Also es könnte ein E, ein D sein. Also nehme ich nochmal ein Wort, wo ein E und ein D drin ist. Da habe ich 3 Treffer. Das heißt, E, D und wahrscheinlich I ist es richtig. E, D, I. Jetzt muss ich mal gucken, was gibt es noch ein Wort mit E, D, I. Oder ich finde es einfach nicht. E, nee, es muss ja... Ein S kann es ja nicht sein. Oder? Kann es auch ein S sein. Was ist mit Tyres? 4 Treffer. So, wahrscheinlich I-R-E-S. Nein, das war falsch. So, jetzt ist das passiert, was nicht passieren soll. Falsches Passwort. Und jetzt wird auch das Passwort leider zurückgesetzt. Für 10 Sekunden kommen wir jetzt nicht an den Terminal ran. Also hier. Und jetzt das gleiche nochmal. Jetzt fängt es wieder von vorne an, leider. Das heißt, 0 Treffer da. Dann kann ich das noch. Da ist 1 Treffer. Jetzt wird es langsam schwierig. Weil das Problem dadurch, dass ich einfach nicht sehe, was welches denn richtig ist. Also. Cool. Wo, Glückstreffer! Wupp, wupp! Und jetzt kann ich Sicherheitstor entriegeln. Also, wie gesagt, vielleicht kann mir das jemand mal unter das Video posten, wie das funktioniert, weil ich bin einfach aktuell wirklich zu doof. Ich verstehe es nicht. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Ja, ist ja gut. Mach mir doch keine Angst, Mädel. So, also ab in den Keller runter. Nein, andere, falsche Seite. Oh. Zurück nach England. Das erinnert mich, da war ich doch im Bowington. Meine ich jetzt Bowington? Ja, Bowington. Und da gab es ja auch so eine Passage, die so ein bisschen mich hat das hier erinnert, so wo so Ausstellung war und man ging da durch und mit Lautsprechern. Da erinnert mich ein bisschen gerade daran. War ganz nice.
Man hätte hier übrigens auch den Terminal nutzen können, aber jetzt brauche ich hier diesen Fusionskern. So, und jetzt in die Powerrüstung, das heißt jetzt ganz nach oben wieder. Wo gingst du nochmal hoch? Wahrscheinlich da drüben. Verreist gerade. Ach ja, stimmt, da ging's hoch. Also mit dem Laufen spart man sich echt ein bisschen Zeit. Jetzt brauche ich hier gleich... Ich muss da rüber. Nein, komm schon. Boah, das war eng. Und jetzt raus. Jetzt gibt's eine nette Ladezeit. Die gibt's leider ab und an. Und jetzt stehe ich hier. So, und jetzt, da ist meine Power-Rüstung, die ich haben will. Wir schauen sie uns mal an. Schaut auf jeden Fall echt lässig aus. Kann man sagen, was man will. Das heißt, da nehme ich erstmal alles. Zack. Und jetzt bin ich hier schon wieder so voll, dass ich da nicht mehr laufen kann. Und jetzt, warum kann ich, muss ich, habe ich noch nicht probiert. Wenn ich das dem gib, und jetzt den Fusionskern einsetze, wenn ich jetzt nämlich, ich habe das immer im Ding mitgetragen, im Inventar, aber macht ja eigentlich so fast viel mehr Sinn. So, und jetzt brauche ich hier eine Minigun. Hier oben. Boss, hier oben ist jemand. So. Ich will hier mich in Ruhe umgucken. Warum kommst du nicht runter? Da sind sie. Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. Ich hab den Arsch gefunden. Kein Problem. Streut halt ein bisschen das Biest. Oh, da war der Kopf weg. Schöne Explosion. Oh. Der ist uncool. Eigentlich, dass der in der Nähe vom Auto drauf geht. Weil der macht nämlich ganz gut Schaden, der Junge. Oh nein! Oha! Er benutzt das Stimpack. Ja, alles klar, Stimpack. Yep. Oh, finally. Das Auto kann explodieren. Boah. Jetzt dein Ernst? Du jetzt noch, oder was? Mein Arm, verdammt. So. Alter, will der mich da noch nerven? Glaubst du es?
Da ist ja noch irgendwo einer. Sag zumindest hier unten mein Radar. So, nun aber. Sind sie doch alle weg. Ja, klar, wir starten durch Preston Bericht. So, kann ich aber die Powerrüstung verlassen. Weil die, hier kommt man nämlich nochmal dran vorbei. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Das war so, da ist er, ja. Wirklich erstaunlich. Danke. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Jo. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Kampf. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Oh, cool. Danke. Fusionszelle. Immer gern. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Vielleicht. Ich überleg's mir. Bevor du gehst, Kind, noch eine Sache. Über deine Reise, die du beginnst. Denn ich habe dein Schicksal gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Ach. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Du sollst hier nicht schlafen die ganze Zeit. Wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Schau ich nicht Freund cool aus? Wird das auch brauchen. Absolut. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns Dann machen wir doch das mal. So, wir warten jetzt mal, bis die hier rauskommen. Die Powerrüstung. Powerrüstung. Ich muss mal ganz kurz noch auf die Karte gucken. Alles klar, okay. Wir lassen die Powerrüstung mal hier stehen aus taktischen Gründen. Taktik. Powerrüstung im Weg. Oh meine. Ich könnte mal hier ein bisschen Kakerlakenfleisch essen. Dass ich hier wieder ein bisschen HP bekomme. Ist zwar ein bisschen verseucht, aber was soll's. Ah, die Minigun brauche ich jetzt auch nicht. Und zwar, die hat schon ganz schön viel Schuss. Nimm einfach mal die dabei. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ja, kein Ding. Habe ich gern gemacht. Was liegt denn da? Das ist irgendwas von einem Raider. Das war mal ein Raider. Oh, ich plündere ich gern. Oh, ich bin voll. Übrigens, jetzt bin ich voll.
einfach mal den Schrott wegwerfen. Aber ihr seht, also wie gesagt, das mit dem Schrott, beziehungsweise mit zu viel Aufheben ist einfach nicht. Weil jetzt könnte ich mir versuchen, zwar hier irgendwo so einen kleinen Bunker anzulegen, dass ich da einfach was betoniere. Aber, ja, wie gesagt, ist ja auch nicht immer unbedingt dann einfach, das wieder zu finden. Also ich hoffe mal auf einen Händler bei Zeiten. Ach, trinken wir mal einen Schluck. Strahlungsschaden, ja egal. Kann ich ja wegheilen nachher. Das ist übrigens sehr, sehr nervig, dem da jetzt nebenher zu laufen, weil der kennt das Thema Sprinten so nicht. Der denkt sich so, boah, so Ghule, überall alles verstrahlt und so. Ich spazier da mal einfach. Ach, ich würde am liebsten einfach mal... Ganz ruhig, ganz ruhig. Na, ich weiß ja schon, wo er hin will. Da passiert auch auf dem Weg nichts. Das ist ja eigentlich eine wirklich super langweilige Doof-Mission. So. Die beiden Schmeißhausfliegen. Alle tot. Weil man sieht hier unten ja immer sein Viereck, wo man hin muss. Ich finde dieses Auto übrigens super lässig. Finde ich ganz, 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 ganz geil. Würde ich am liebsten einsteigen und eine Runde mit düsen. Aber das geht leider nicht. Ich kann euch jetzt auch vielleicht sogar nebenbei den taktischen Aspekt sagen, warum ich die Powerrüstung habe stehen lassen, weil ich weiß es ja eben aufgrund der schon aufgenommenen Videos, dass ich da wieder zurücklaufen muss und dementsprechend würde ich dann nur meine Power Core, meine Power sozusagen auspowern, weil die Fusionszelle leider nicht lange hält und dementsprechend will ich die dann vielleicht noch nutzen will, habe ich den da vorne jetzt mal stehen lassen. Und hier kannst du die Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Dann kann ich hier meine Möbel oder sonstiges, also schon ganz schön cool. Aber dazu kommen wir noch, weil ich das selber noch nicht gemacht habe. Hihi. Gut, die anderen sind jetzt auf dem Weg hierher. Und wenn es soweit ist, dann werde ich euch da natürlich von da aus wieder weiter zeigen. Also bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart bei Let's Play Fallout 4.